In Corpus Delicti regiert die Methode, die gilt als komplett unfehlbar, hat die Demokratie abgelöst und die Gesundheit der BürgerInnen als oberstes Prinzip. Mia Holzbruder Moritz war gegen die Methode und hat sich im Gefängnis umgebracht, nachdem er anhand eines DNA-Tests für einen Mord schuldig gesprochen wurde, den er nicht begangen hat. Mia zieht sich zurück und trauert mit der idealen Geliebten, was quasi die Ideologie und das Gewissen ihres Bruders ist, mit der sie sich unterhalten kann. Und ein Anwalt und der Sprecher der Methode stellen unabhängig voneinander Nachforschungen an. Mia vernachlässigt ihr Sportprogramm und gibt keine Gesundheitsberichte mehr ab, deshalb wird sie angeklagt, aber dann freigesprochen, als aufkommt, dass ihr Bruder dem Mörder Knochenmark gespendet hat und deshalb wirklich nicht der Mörder war. Das ist ein Riesenskandal. Mia entzieht der Methode ihr Vertrauen und wird daraufhin wieder angeklagt und dann werden Beweise gefälscht und sie wird als Anführerin einer Terrorgruppe dargestellt, aber obwohl man sie foltert, unterschreibt sie das Geständnis nicht. Sie soll daraufhin eingefroren werden, was quasi die Todesstrafe ist, aber es wird in letzter Sekunde abgesagt, damit sie keine Märtyrerin wird und dann soll sie rehabilitiert werden.